Josef, mach Platz! Aber was hat er auf einmal? Großvater! Da bin ich aber froh, dass du noch gekommen bist. Sie haben Ihre Meinung geändert? Ja, die Schmetterlinge wollte ich mir nicht entgehen lassen und den guten Käse. Das Geflattere ruft Erinnerungen wach. Allora, können wir jetzt endlich essen? Ja, schon gut, Rico. Fangen wir an. Oh, das sieht wunderbar aus. Das habt ihr gut gemacht, Kinder. Lecker. Isst du mit uns, Pieple? Ach je, es wird Zeit für mich. Das Picknick war fantastisch. Oh, ich tollpatsch. Lassen Sie mich das machen. Vielen Dank. Woher haben Sie die Zeichnung? Sie stammt von mir, warum? Anna. Nein, ich... Großvater? Du bist es wirklich, Anna. Sieh doch. Die Signaturen sehen beide genau gleich aus. Das bedeutet, sie sind meine Großmutter Anna. Eigenartig. Das muss ein weiterer Zufall sein. Weißt du es nicht mehr, Anna? Damals habe ich genau hier um deine Hand angehalten. Nein, ich... Anna, wie fange ich's an? Ich würde gern... Nein, willst du vielleicht... Ernst? Machst du mir etwa gerade einen Heiratsantrag? Tja, so könnte man es nennen. Ich will den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Ohne dich kann ich es mir nicht mehr vorstellen. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Ernst. Und ich sage ja. Oh. was? Oh. Alice! Großmutter. Wir hatten schon Angst um dich. Meine liebe Kleine, du hast die Augen deiner Mutter und das Lächeln deines Vaters. Gute Reise, Anna. Komm bald wieder, Mutter, und bring das gute italienische Olivenöl mit. Tobias.